Willkommen bei einem neuen Beitrag. Eines der sicherlich interessantesten Themen ist das sogenannte Weltraumprogramm. Viele Insider berichten von geheimen Informationen, dass schon seit Urzeiten außerirdische Präsenz auf unserem Planeten tätig sind. Kann es aber auch sein, dass vielleicht bestimmte Regierungen oder Organisationen schon eine Zusammenarbeit mit diesen außerirdischen Wesen in Erwägung ziehen? Ein Insider namens Jason Mason berichtet Folgendes. Es ist wahr, dass viele Regierungen erfolgreich ihre Beteiligungen an der Erforschung von UFOs vor der Öffentlichkeit verborgen haben. Es wurden unbekannte Flugobjekte beobachtet und verfolgt, nachgebaut und in geheime militärischen Projekte betrieben. Es wurde auch große Anstrengungen unternommen, um diesen Prozess streng geheim zu halten. Warum aber sollten die Regierungen diese Dinge geheim halten? So Jason Mason. Der ehemalige russische Präsident Medvedev erklärte in einem Interview, dass wir schon seit geraumer Zeit von Außerirdischen besucht werden. Ob Medvedev hier die Journalistin irgendwie auf den Arm genommen hat oder nicht, das sei erstmal dahingestellt. Hier einmal das kurze Interview. Виталий, а можно я вам задам вопрос, который на самом деле меня интересует и выхожу в программе? Есть такое мнение, что готовка подписывать президентом, но не тут многочисленные папки, нас почти совершенно секретно. И вот там все тайны мира. И что вы знаете абсолютно все. Ну вот, например, прилетали на Землю инопланетяне, самые зеленые человечки. Значит, рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей «Чемодан с ядерными кодами» президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад от абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Значит, две эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий, соответственно, эти папки передаются новому президенту. Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, посмотрев известный хроникально-документальный фильм «Люди в черном». Вышло несколько лет. Сколько их среди нас? Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику. Jason Mason gibt in einem Interview bekannt. Dafür gibt es mehrere mögliche Gründe. UFOs dringen in kontrollierten Lufträume ein und die Regierungen sind nicht fähig, das zu verhindern. Sie wollen nicht, dass die Bürger das erfahren und sich bedroht fühlen. Man weiß außerdem, dass UFOs und außerirdische Besucher sehr real sind und die Elite befürchtet einen negativen Effekt auf die Wirtschaft und die Weltreligionen. Eine öffentliche Bekanntgabe könnte sogar eine Massenpanik auslösen. Es gibt zahlreiche Aussagen zu Abkommen, die mit außerirdischen Zivilisationen geschlossen wurden, ohne dass die Weltbevölkerung darüber unterrichtet wurde. Ein weiterer Grund wäre die erfolgreiche Rückentwicklung von außerirdischen Technologien, die bereits für Jahrzehnten stattgefunden hat. Das führt zur Entdeckung völlig neuer Prinzipien in der Wissenschaft und damit wurde ein geheimes Weltraumprogramm ins Leben gerufen. Verschiedene fossile Funde belegen, dass seit geraumer Zeit oder seit Menschengedenken uns außerirdische Präsenzen auf unserem Planeten besuchen und vielleicht auch infiltriert sind. Vor kurzem wurde in Peru ein nicht-humanoides Wesen entdeckt. Wissenschaftler rätseln nun davon, was dieses humanoide Wesen sein könnte. Betrachtet man dieses Wesen, so scheint es, dass es nicht humanoid ist, sondern eher einem Außerirdischen gleicht. Denn ein angeblicher Fund einer Drucker-Mumie unweit der Nazca-Linie in Peru sorgt derzeit für Aufsehen und Rätselraten darüber, um was es sich bei dem Körper handeln könnte. So schreibt der Lars Fischinger in seinem Blog.
Mehr und mehr entwickelt sich Südamerika und hier speziell Peru zu einem Eldorado für Alien-Fans. Nachdem zuerst winzige Alien-Mumien und dann eine Alien-Hand dort aufgetaucht sein sollen, wie hier und hier berichtet, geht es nun in die dritte Runde. Jetzt haben die dortigen Mystery-Fans-Forscher gleich eine vollständige und perfekte Mumie eines mutmaßlichen Außerirdischen mit drei riesigen Zehen und Fingern gefunden. Diesmal ist der Fund, der laut Berichte auf der legendären Hochebene von Nazca ausgegraben worden, sogar etwa 1,68 Meter groß und sei ein weibliches Wesen, eine archäologische und geschichtliche Sensation, wie es heißt. So Fischinger. Dieser Fund würde wohl belegen, dass wir nicht alleine wären im Universum. Oder gab es eine andere Kreatur auf unserem Planeten? Wir sind mal gespannt, wie die Wissenschaft darauf reagieren. Würde die Wissenschaft dies als so dementieren, dass es vielleicht ein mutanter Mensch wäre, wäre das wohl lächerlich. Funde wie diese könnten belegen, dass diese fremden Wesen existent sind und wir nicht alleine sind. Man bedenke, es gab im Jahre 2001 Aussagen vom ehemaligen US-Verteidigungsministerium Donald Rumsfeld, wonach 2,3 Billionen Dollar für die Verteidigungen ausgegeben wurde, ohne genau zu sagen wofür. Wurde damit möglicherweise verschiedene geheime Projekte und geheime Weltraumprogramme finanziert? Wenn diese Aussagen stimmen, gibt Edward Snowden an, dass die USA von einer Rasse große Weiße regiert werden, die auch den Aufstieg Nazi-Deutschlands in den 30er Jahren förderten. Edward Snowden hat den russischen Geheimdiensten unwiderlegbare Beweise dafür geliefert, dass es nicht nur einen außerirdischen Verstand gibt, sondern dass die USA seit der Mitte des 20. Jahrhunderts davon regiert werden sollen. Perhaps we need some outside universal threat. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat. From outside this world. Die Alien-Version besagt, dass die Macht in den USA nicht den aktuellen Regierungen, sondern den Außerirdischen gehöre. Ferner steht in der Meldung, dass die Aliens nach dem Misserfolg Nazi-Deutschlands im Zweiten Weltkrieg auf die andere Seite des Atlantik gewechselt sind und seitdem den USA dabei helfen würde, die Weltherrschaft zu erlangen, denn sie glauben, dass dieses Land über das größte Potenzial dafür verfüge. Edward Snowden arbeitete beim Geheimdienst und konnte dort auf viele Informationen zugreifen, die den normalen Bürger unbedingt vorenthalten werden sollten, und hat dies den Menschen zugänglich gemacht. Darunter gehört nicht nur das Wissen über globales Ausspionieren der ganzen Welt inklusive des Handys, sondern auch Informationen über UFOs, Außerirdische und über eine Zivilisation, die sich im Erdmantel unserer Mutter Erde befindet und technologisch weiterentwickelt ist als die Menschen auf der Oberfläche. Laut Snowden speichert die CIA seit langem Informationen über die Menschen im Erdmantel mit Hilfe von Aufspürungssystemen und Tiefseesonargeräte. Doch all diese Informationen verbleiben geheim. Selbst Wissenschaftler werden nur in einzelnen Fällen darüber aufgeklärt. Ansonsten erhält niemand Zugang zu diesem Wissen. Angeblich soll nun die NASA Funkübertragungen von Hunderten von Meilen unter der Erdoberfläche empfangen haben. Die Signale sollen von einer intelligenten, hochentwickelten Lebensform stammen. Es ist klar, dass jemand oder etwas mit uns kommuniziert, sagt ein hochgestellter NASA-Quelle, die anonym bleiben will. Wissenschaftler hatten die Signale zunächst mit Hilfe eines hochentwickelten Satelliten erfasst und die Übertragung ging seither in periodischer Weise ein. Leider gibt es dazu keine Quellenangabe, man findet nur einzelne Beiträge darüber. Auch Snowdens Informationen über UFOs und Außerirdische, die der CIA vorliegen, berichtet von fliegenden Discoscheiben, die zuweilen die geheimen Zugänge zum Erdinneren verlassen und das Treiben der Menschen auf der Oberfläche beobachten. Snowden sagt hierzu, selbst die höchsten Regierungsstellen wissen nicht, was sie mit den UFOs anfangen sollen, und die Standardgeschichte ist stets, dass es nur Wetterballons oder Naturphänomene seien. In den Dokumenten, die über UFOs sprechen, ist deutlich, dass sie ganz sicher von einer Intelligenz gesteuert werden, die über uns hinausgeht. Wie es sich herausstellte, waren die glaubwürdigsten und unerklärlichsten Sichtungen jene, in denen diese Vehikel aus dem Meer schossen und direkt in den solaren Orbit flogen. Abschließend sei noch einmal erwähnt, dass nicht nur die USA vertraglich festgestellte Beziehungen zu den Außerirdischen haben, sondern auch Russland. Allerdings agiert Putin mit den lichtvollen Wesen, während Amerika die Dunkelwesen bevorzugt, welche die Weltherrschaft an sich reißen wollen.
So der Bericht von Edward Snowden. Funde von irgendwelchen Langschädelskeletten beweisen natürlich auch, dass es eventuell eine andere Kultur auf unserem Planeten gab. Oder sind dies vielleicht doch Wesen aus einer anderen Welt? Sind dies vielleicht jene, die man den Behauptungen angibt, Reptiloiden zu sein? Beweise belegen das angeblich. Immer wieder versuchen Wissenschaftler, die DNA-Struktur herauszufinden, aber sie weichen dennoch vom menschlichen DNA-Struktur ab. Wenn es wirklich so viel Präsenz auf unserem Planeten gibt, dann kann man auch davon ausgehen, dass so ein geheimes Weltraumprogramm existiert. Viele seltsame Funde auf der ganzen Welt belegen ja, dass es immer wieder humanoiden Wesen gibt, die unser einen nicht ähneln. Also wie denkt ihr darüber? Ich würde euch eure Meinungen gerne interessieren, also bitte schreibt einmal die Kommentare darunter. Ja, und wenn ihr wollt, hören wir uns das nächste Mal wieder. Auf Wiedersehen. Unbedingt vorenthalten werden sollten und hat dies den Menschen zugänglich gemacht. Darunter gehört nicht nur das Wissen über globales Ausspionieren der ganzen Welt inklusive des Handys, sondern auch Informationen über UFOs, Außerirdische und über eine Zivilisation, die sich im Erdmantel unserer Mutter Erde befindet und technologisch weiterentwickelt ist als die Menschen auf der Oberfläche. Laut Snowden speichert die CIA seit langem Informationen über die Menschen im Erdmantel mit Hilfe von Aufspürungssystemen und Tiefseesonargeräte. Doch all diese Informationen verbleiben geheim. Selbst Wissenschaftler werden nur in einzelnen Fällen darüber aufgeklärt, ansonsten erhält niemand Zugang zu diesem Wissen. Angeblich soll nun die NASA Funkübertragungen von Hunderten von Meilen unter der Erdoberfläche empfangen haben. Die Signale sollen von einer intelligenten, hochentwickelten Lebensform stammen. Es ist klar, dass jemand oder etwas mit uns kommuniziert, sagt ein hochgestellter NASA-Quelle, die anonym bleiben will. Wissenschaftler hatten die Signale zunächst mit Hilfe eines hochentwickelten Satelliten erfasst und die Übertragung ging seither in periodischer Weise ein. Leider gibt es dazu keine Quellenangabe, man findet nur einzelne Beiträge darüber. Auch Snowdens Informationen über UFOs und Außerirdische, die der CIA vorliegen, berichtet von fliegenden Discoscheiben, die zuweilen die geheimen Zugänge zum Erdinneren verlassen und das Treiben der Menschen auf der Oberfläche beobachten. Snowden sagt hierzu, selbst die höchsten Regierungsstellen wissen nicht, was sie mit den UFOs anfangen sollen und die Standardgeschichte ist stets, dass es nur Wetterballons oder Naturphänomene seien. In den Dokumenten, die über UFOs sprechen, ist deutlich, dass sie ganz sicher von einer Intelligenz gesteuert werden, die über uns hinausgeht. Wie es sich herausstellte, waren die glaubwürdigsten und unerklärlichsten Sichtungen jene, in denen diese Vehikel aus dem Meer schossen und direkt in den solaren Orbit flogen. Abschließend sei noch einmal erwähnt, dass nicht nur die USA vertraglich festgestellte Beziehungen zu den Außerirdischen haben, sondern auch Russland. Allerdings agiert Putin mit den lichtvollen Wesen, während Amerika die Dunkelwesen bevorzugt, welche die Weltherrschaft an sich reißen wollen. So, der Bericht von Edward Snowden. Funde von irgendwelchen Langschädelskeletten beweisen natürlich auch, dass es eventuell eine andere Kultur auf unserem Planeten gab. Oder sind dies vielleicht doch Wesen aus einer anderen Welt? Sind dies vielleicht jene, die man den Behauptungen angibt, Reptiloiden zu sein? Beweise belegen das angeblich. Immer wieder versuchen Wissenschaftler, die DNA-Struktur herauszufinden, aber sie weichen dennoch vom menschlichen DNA-Struktur ab. Wenn es wirklich so viel Präsenz auf unserem Planeten gibt, dann kann man auch davon ausgehen, dass so ein geheimes Weltraumprogramm existiert. Viele seltsame Funde auf der ganzen Welt belegen. Дмитрий Андреевич, а можно я вам задам вопрос, который на самом деле меня интересует? Есть такое мнение, что поступки фашистских студентов ему несут многочисленные папки, надписи совершенно секретно. И вот там все тайны мира. И что вы знаете абсолютно все. Ну вот, например, прилетали на Землю инопланетяне, самые зеленые человечки. Рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей чемодан с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Значит,
Две эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий, соответственно, эти папки передаются новому президенту. Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, посмотрев известный хроникально-документальный фильм «Люди в черном». Вышло несколько версий. Сколько их среди нас? Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику. Jason Mason gibt in einem Interview bekannt. Dafür gibt es mehrere mögliche Gründe. UFOs dringen in kontrollierten Lufträume ein und die Regierungen sind nicht fähig, das zu verhindern. Sie wollen nicht, dass die Bürger das erfahren und sich bedroht fühlen. Man weiß außerdem, dass UFOs und außerirdische Besucher sehr real sind und die Elite befürchtet einen negativen Effekt auf die Wirtschaft und die Weltreligionen. Eine öffentliche Bekanntgabe könnte sogar eine Massenpanik auslösen. Es gibt zahlreiche Aussagen zu Abkommen, die mit außerirdischen Zivilisationen geschlossen wurden, ohne dass die Weltbevölkerung darüber unterrichtet wurde. Ein weiterer Grund wäre die erfolgreiche Rückentwicklung von außerirdischen Technologien, die bereits für Jahrzehnte stattgefunden hat. Das führt zur Entdeckung völlig neuer Prinzipien in der Wissenschaft und damit wurde ein geheimes Weltraumprogramm ins Leben gerufen. Verschiedene fossile Funde belegen, dass seit geraumer Zeit oder seit Menschengedenken uns außerirdische Präsenzen auf unserem Planeten besuchen und vielleicht auch infiltriert sind. Vor kurzem wurde in Peru ein nicht-humanoides Wesen entdeckt. Wissenschaftler rätseln nun davon, was dieses humanoide Wesen sein könnte. Betrachtet man dieses Wesen, so scheint es, dass es nicht humanoid ist, sondern eher einem Außerirdischen gleicht. Denn ein angeblicher Fund einer Druckmumie unweit der Nazca-Linie in Peru sorgt derzeit für Aufsehen und Rätselraten darüber, um was es sich bei dem Körper handeln könnte. So schreibt der Lars Fischinger in seinem Blog. Mehr und mehr entwickelt sich die Mumie eines mutmaßlichen Außerirdischen mit drei riesigen Zehen und Fingern gefunden. Diesmal ist der Fund, der laut Berichte auf der legendären Hochebene von Nazca ausgegraben worden, sogar etwa 1,68 Meter groß und sei ein weibliches Wesen, eine archäologische und geschichtliche Sensation, wie es heißt. So Fischinger. Dieser Fund würde wohl belegen, dass wir nicht alleine wären im Universum. Oder gab es eine andere Kreatur auf unserem Planeten? Wir sind mal gespannt, wie die Wissenschaft darauf reagieren. Würde die Wissenschaft dies als so dementieren, dass es vielleicht ein mutanter Mensch wäre, wäre das wohl lächerlich. Funde wie diese könnten belegen, dass diese fremden Wesen existent sind und wir nicht alleine sind. Man bedenke, es gab im Jahre 2001 Aussagen vom ehemaligen US-Verteidigungsministerium Donald Rumsfeld, wonach 2,3 Billionen Dollar für die Verteidigungen ausgegeben wurde, ohne genau zu sagen wofür. Wurde damit möglicherweise verschiedene geheime Projekte und geheime Weltraumprogramme finanziert? Wenn diese Aussagen stimmen, gibt Edward Snowden an, dass die USA von einer Rasse Große Weiße regiert werden, die auch den Aufstieg Nazi-Deutschlands in den 30er Jahren förderten. Edward Snowden hat den russischen Geheimdiensten unwiderlegbare Beweise dafür geliefert, dass es nicht nur einen außerirdischen Verstand gibt, sondern dass die USA seit der Mitte des 20. Jahrhunderts davon regiert werden sollen. Perhaps we need some outside universal threat. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Die Alien-Version besagt, dass die Macht in den USA nicht den aktuellen Regierungen, sondern den Außerirdischen gehöre. Ferner steht in der Meldung, dass die Aliens nach dem Misserfolg Nazi-Deutschlands im Zweiten Weltkrieg auf die andere Seite des Atlantik gewechselt sind und seitdem den USA dabei helfen würde, die Weltherrschaft zu erlangen, denn sie glauben, dass dieses Land über das größte Potenzial dafür verfüge. Edward Snowden arbeitete beim Geheimdienst und konnte dort auf viele Informationen zugreifen, die den normalen Bürger unbedingt vorenthalten werden sollten und hat dies den Menschen zugänglich gemacht. Darunter gehört nicht nur das Wissen über globales Ausspionieren der ganzen Welt inklusive des Handys, sondern auch Informationen über UFOs, Außerirdische und über eine Zivilisation, die sich im Erdmantel unserer Mutter Erde befindet und technologisch weiterentwickelt ist als die Menschen auf der Oberfläche.
Laut Snowden speichert die CIA seit langem Informationen über die Menschen im Erdmantel mit Hilfe von Aufspürungssystemen und diese Sonargeräte. Doch all diese Informationen verbleiben geheim. Selbst Wissenschaftler werden nur in einzelnen Fällen darüber aufgeklärt.